Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's, naja, Eugene's Cooking Show, würde ich sagen, weil wir sind hier beim Eugene, nämlich auf dem Balkon Wintergarten, und da ist er schon. Hallöchen, na Mann. So, und wir haben heute vor, naja, wir machen eine China-Pfanne in unserem Style, und der Clou ist? Der Clou ist, dass wir es nur mit einer einzelnen Herdplatte machen. Ein Wok und eine Platte, und wir müssen gestehen, wir haben die nun schon mal vorgekocht, aber auch nur mit einer Platte, von daher bleiben wir in dieser Challenge ja mit drin. Und haben auch schon ein bisschen was zugeschnitten, das werdet ihr wahrscheinlich schon im Vorhinein gesehen haben oder im Nachhinein. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Naja, wir zeigen euch das jetzt einfach nochmal. Genau. Also was wir hier alles haben auf jeden Fall, ja, ist natürlich Kaiserbohnen. Kaiserbohnen. Hier vorne stehen noch Paprikas. Wir haben jetzt hier verschiedene Farben. Genau, auf was ihr Bock habt. Hier vorne haben wir noch Lauch. Lauch. Haben wir noch klein geschnitten. Dann haben wir noch, zeigen wir euch auch, Eier. Freunde. Ja. Da brauchen wir auch ein paar von. Aber ich habe schon Foto gemacht, wir müssen sehen. Ja, aber ich erkläre trotzdem gerne nochmal. Hier haben wir, was waren das? Mango-Bohnensprossen. Genau, Sämlinge. Irgendwie sowas mit Linge. Genau. Sowas mit Linge, keine Ahnung. Dann haben wir noch Leute, Möhren. Wow, jetzt fängt er ja an schon rumzuklettern. Tanzende Möhren. Ja, Mann. Hier haben wir noch Bambus. Bambus. Fien. Dann. Sojasprossen, aber haben wir auch einen Mix? Ja, genau, das ist ein Sojasprossen-Mix so in die Richtung. Genau. Aber dann haben wir noch Röstzwiebeln, die kommen am Ende oben drauf. Weil wir stehen drauf. Ja, Mann. China fand mit Röstzwiebeln beste. Überall Röstzwiebeln. Was wir dann hier noch haben, ist Öl. Brauchen wir jetzt zum Anbraten, Leute. Soja, glaube ich. Ja, Sojasauce. Süß-Sauersauce, falls man sich das gerne noch drüber machen möchte. Und Paprika und Pfeffer. Ja, Pfeffer, hast du recht, das ist keine Paprika, das ist Bock. Bockgewürz. Genau. Guti, das war schon mal das, was wir alles benutzen. Und dann geht eigentlich direkt weiter, so dass die Pfanne schon mal heiß ist. Die ist heiß. Genau, und dann ein bisschen Öl drin. War das rein, Junge. Zack. Hab ich mal was zum Verrühren. Ja, super. Ich bin der Verrührer, er ist der Kipper. Genau, das ist so die Arbeitsteilung bei uns. Was schon mal wichtig ist, Leute, was wir zuerst anbraten, wir haben die Nudeln, wie gesagt, vorher gekocht, aber zuerst braten wir halt die Kaiserbohnen an, die Paprika, den Lauch und die Möhren. Karotten. Ja, Karotten, genau. Die braten wir zuerst an und dann kommen die Nudeln mit zu, die braten wir an und dann kommt erst alle der Restliche. Und ja. Das zeigen wir uns jetzt, also zeigen wir uns jetzt. Das zeigen wir uns gegenseitig und euch nebenbei nehmen auch gleich auf. So. Genau. Das machen wir auch alle in Zeitraffer, weil das dauert eine Weile. Ihr seht es da und ihr seht es hier. Ihr werdet nichts verpassen. Genau. Dumme Gespräche vielleicht, aber glaubt mir, die wollt ihr nicht unbedingt immer hören. Genau. Und deswegen hören wir uns nachher wieder. So ist es, wenn wir hier soweit sind und essen können wir das. Dann können wir quatschen. Okay, also viel Spaß bei der ganzen, wie macht man diese Scheiße gut? Und dann werdet ihr auch wissen, wie es schmeckt. Genau, und was wir ja nicht bemerkt haben, es schneit gerade, Alter. Oh ja, stimmt, Alter. Was voll raw. Krasser Scheiß, aber bis gleich, Leute. So, meine Lieben, hier sind wir wieder. Das Gemüse ist soweit angebraten und der Jusen holt gerade die Nudeln, die vorgekochten. Und die geben wir jetzt mit dazu unter dem Gemüse. Da sind sie. Yeah. Alles super angebraten. Ja. Jetzt hier Jusen. Mach mal erstmal die Hälfte rein, ja? Oder nee, alle. So viele sind es gar nicht. Mach mal alle rein. Ja, bei den Mengenangaben, Leute, also wir haben hier jetzt immer so eine kleine Hand drin gegeben, sagen wir mal, ne? Jo.
Und bei den Nudeln wären das vielleicht 4 so eine kleine Hände. Das waren 250 Gramm, die wir da hatten von den Nudeln. Das sind Fadennudeln, nennt man die, glaube ich. So stand es zumindest auf der Verpackung. Wir haben die jetzt gefunden, weil viele nehmen auch Glasnudeln, aber wir mögen Glasnudeln nicht. Nee. Und wollten schon fast wie in der China-Pfanne die Nudeln auch genau, haben. Wie beim Asiaten, den man kennt. So. Genau. Und jetzt braten wir die Nudeln hier mit an und rühren die mit unter. Und dann folgen gleich die anderen Zutaten. Wahrscheinlich auch wieder Zeitraffer, denke ich. Genau. Genau. Das ist so der Plan. Und wenn wir am Ende fertig sind, dann sind wir wieder da. Dann kriegt er einen Yam-Yam-Geschmack. Genau, und dann servieren wir und dann kann man genießen. Genau, und ihr wisst dann zum Beispiel, was man braucht für eine geile Asia-Pfanne auf jeden Fall. Was man auch alleine schaffen kann, wenn man nur eine Herdplatte hat. Richtig. Also, ey, ist gut. Also ich könnte es öfter kochen, definitiv jetzt. Naja, dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Jo Leute, wir sind gerade mitten im Geschehen, ehrlich gesagt. So. Ja, Mann. Und versuchen jetzt die restlichen Zutaten mit reinzumachen, weil die Nudeln sind gut angebraten schon mal. Und wir machen jetzt den Rest der feuchten Sachen, sag ich mal. Genauso wie, ich sag mal sowas hier, wie heißt das nochmal, diese Sojalinge, Bladcakes so. Ja, die Mango-Soja. Und solche Länge auf jeden Fall. Genau. Die sind halt sehr feucht, auch weil sie eingelegt waren. Die machen wir jetzt mit rein, damit die Feuchtigkeit ein bisschen weggeht. Genau. Und dann kommt dieser Bums hier, diese wunderhübschen Sojasprossen-Mix. Genau, weil die sind relativ trocken, die brauchen nicht so viel Zeit genau. In der Hitze. Dann gehen wir... Achso, nicht alles war. Ja doch, klar, gerade rein. Alles? Okay. Genau. Und dann gehen wir noch den Bambus mit dazu. Wir mögen das halt einfach, wenn der Bambus noch ein bisschen Knack hat, so wie auch die Mango-Sojasprossen-Länge, keine Ahnung wie die. Genau. Genau, das machen wir jetzt alles mit rein und dann wird es wieder ein bisschen kurz gewartet, ein bisschen gekocht. Gebraten meinst du? Gebraten, gewockt. Gewockt. Gewockt ist gut, Leute. Gewockt, merken wir uns. Und genau, wenn das alles drin ist, ich jetzt warten, wenn wir die Scheiße machen. Und genau, das machen wir jetzt alles. Zeitraffer in Kürze. Genau, wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. So, meine Lieben, wir haben hier schon mal uns zwei kleine Schälchen geholt. Und ja, ich würde sagen, es ist fertig, Alter. Genau. Ihr seht ja, was wir noch dazugegeben haben. In der Videobeschreibung steht das dann nachher nochmal einzeln. Das listen wir euch nochmal schön auf. Wir sind soweit hier fertig. Eigentlich können wir hier auch schon ausstellen. Brät eh noch ein bisschen nach, so 1-2 Minütchen. Und dann packen wir uns das gleich in die Schale, machen uns noch dicke Röstzwiebeln drauf. Kosten kurz und... Vielleicht werden wir gleich euch mal zeigen, wie wir das im ersten Bissen nehmen und denn der erste Geschmack ist so, da habe ich ein bisschen Bock drauf. So, genau, aber wir wollen natürlich alleine unser Essen genießen. Aber. Genau, so den ersten Geschmacktest, den kriegt ihr gerne mit, aber auch essen werden wir auf jeden Fall alleine. Ja. Aber bis dahin, ja, ihr habt es gesehen, gleich kommt wahrscheinlich ein Schwenker und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So ist es.
Ja, Leute, auf jeden Fall heute lecker. Und alle anderen über uns seht ihr auf jeden Fall in der Infobox. Und sonst abonniert gerne Alejandra hier links. Oder G's Cooking Show da rechts neben Jusen. Oder von euch ist es ja noch andersrum gesehen. Ey, von Jusen war schon richtig. Ja, das stimmt schon, hast du recht. Oder wenn ihr eine andere Folge gucken wollt, auch gerne unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, wir lassen hier noch in Ruhe. Macht es nach, schmeckt wirklich lecker. Lecker. Bis dann.